So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit betreutem Spielen in Resident Evil mit Vive bzw. Ronja. Huhu. So, und letzte Folge sind wir jetzt zum Wasserfall, nachdem wir die Hunde erledigt haben und die Krähen. Also wir waren nicht besonders tierfreundlich. Nee, das stimmt. Aber ja, die Tiere waren auch nicht freundlich zu uns, weil die Hunde haben das ein paar Mal getötet. Das stimmt. Die Hunde waren sehr... Oh, die Maus ist da noch. Die muss da erst weg. Die Hunde Was waren nicht sehr freundlich. Was mir gerade einfällt, ja, bei den Krähen hast du einmal geschrien. Oh. Ja. Da liegen sie auch noch, die Krähen. Gut, wie geht's denn jetzt hier weiter? Was haben wir hier? Da hinten ist eine Tür. Die geht, glaube ich, auf. Da können wir weiter. Da wird irgendwas anderes Böses jetzt passieren. Wahrscheinlich müssen wir jetzt den ganzen Teil nochmal machen. Ja, auf jeden Fall müssen wir eine Batterie finden. Rotes Kraut, okay. Es ist rot hier. Und das ist ein sehr langer Gang, bei dem viel passieren kann. Nein. So, ich kann das Rotkraut mit dem anderen hier kombinieren. Ich habe keine Ahnung mehr, was das genau gemacht hat. Ich glaube, das wäre jetzt ein besseres Kraut, oder? Ich glaube auch irgendwie so. Ich traue diesem Gang nicht. Nee. Habe ich... Nee, ich muss hier nachladen. Das kommt mir aber bekannt vor. Diese Schlangen. Waren die eventuell einfach woanders? Muss ich die jetzt... Achtung, hinter dir! Witzig. Sehr witzig. Ganz, ganz toll. Oh. Okay, vielleicht renne ich auch einfach durch. Weil das sind halt doch ein bisschen viele Schlangen. Vielleicht kannst du die anzünden. Nee, das glaube ich nicht. Okay, ich renne. Ist so, wenn du eine anzündest, dass alle anfangen zu brennen? Ich renne durch. Fauch, okay. Okay, da habe ich jetzt einfach zwei Schüsse verblasen, aber ja. Das ist eine tolle Kameraeinstellung. Ich bin stolz auf das Spiel. Residenz. Die Musik ist sehr ominös. Ja, die soll dir Angst machen. Wieso kann ich jetzt das blaue Kraut mitnehmen und vorher nicht? Weil du es jetzt... Das ist bestimmt ein Gegengift oder so. Ja, vielleicht. Das kommt mir jetzt aber wirklich hier bekannt vor. Waren wir hier vielleicht nicht doch schon? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber... Das hat ja nichts zu heißen. Kerosin! Ne! Endlich! Und hier... Batteriepack. Und... Farbband. Und... Heilung. Ah, und...
Kein Platz. Ach, da waren sie wieder, meine drei Probleme. Kein Geld, kein... Wie ging das nochmal? Weiß doch bestimmt, wie die Otto-Stelle ging, oder nicht? Hunger, Pipi, kalt. Du kennst doch Otto, der Film. Da sagt er doch ja, die ganze Zeit... Ja, den fand ich aber nicht gut. Ach. Mensch. So. Ich glaube, hier können wir auch mal speichern, oder? Musst du nicht unbedingt. Muss ich nicht... Dann, du willst einfach nochmal alles durchmachen mit den Hunden und den Krähen. Nee, lieber nicht. Deswegen, ich würde auch sagen, wir speichern hier lieber. Eine alte Schreibmaschine. Wenn ich ein... Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Spielmechanik nicht so mag mit dem Fahrrad? Die ist ein bisschen, ich nenn's mal, mühsam. Das hast du noch nie erwähnt. Ich glaube auch. So, hier speichern wir. Dum, 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 dum. Gut. Weil das Ding ist, wenn das wenigstens keinen Inventarplatz wegnehmen würde, der Krempel. Aber... So. Das ist halt so ein Ich-packe-meinen-Koffer-Spiel, weißt du? Mhm. Du musst halt aufpassen, dass dein Koffer nicht zu voll wird. Gibt dir auch gleich einen Koffer. Echt? Was für ein? Ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass da irgendwas mit Bienen war. Hatten wir das nicht schon? Da waren wir schon. Auf dem Türschild steht 001. Oh, das ist ja gut. Hoch, runter. Doch, da treffen wir doch jetzt gleich auf den anderen. War das nicht Chris, auf den wir da treffen? Da haben wir doch eine Sequenz. Das war eklig. Das bei der Frau gerade sagen. Ich bin durch eine Tür. Die Kamera hat auf mich gezeigt und die Tür sieht man halt im Hintergrund und über der Tür eine so große, riesige Vogelspinne, die runtergekrabbelt kommt. Ja, also, es war ein nettes Spiel. Schön, dass wir es so schnell durchgespielt haben. Ja, also ich bin von dem Ende ein bisschen, es ist sehr abrupt, aber es ist okay. Also ich bin zufrieden mit dem Ende. Es ist ein bisschen offen, aber ich glaube, die Stelle hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob ich eventuell sogar ähnlich reagiert habe das letzte Mal. Ich mag dieses Haus nicht. Es ist einfach nur ein altes Haus. Mit Schlangen und Spinnen und... Ja. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Das ist ein sehr nettes Spiel. Okay, also es ist ein sehr großer Raum mit der Spinne. Zeitungen liegen verstreut.
Die scheinen alle Artikel über STARS zu enthalten. Ja, das hatten wir schon. Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Ja, ja, und da vorne ist es die Sache mit den Bienen. Es ist echt sehr, sehr lange her, dass wir uns da dann nicht mehr wirklich dran erinnern können, habe ich den Eindruck. Nein. Aber es ist doch schön, ich erschrecke mich immer wieder neu. Was steht da? Tür ist verschlossen, auf dem Türstil steht Galerie. Okay. Ja, da waren die Bienen. Wenn ich die Karte da wegnehme. Da ist eine Karte von Residenz. Nehmen? Ja. Wir haben die Karte von Residenz. Das ist, da ist ein Loch in der Wand. Ein quadratisches? Sie sehen einen großen Bienenstock. Ja, das hatten wir. Ja, stimmt. Dunkel, ganz dunkel. Das ist aber ein bisschen leise irgendwie. Ah! Weg, weg! Jill. Jetzt ist laut. I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself. Talking to yourself? You alright? What's got into you? Die ist schon ein bisschen einfältig, oder? Nein. But I'm alright. Wie kommst du? These creepy mansions got on my nerves. Anyway, they'll go outside, it's fresh air for change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. Ja. I'm lucky I get to waste some monsters along the way. Da sind übrigens Bienen... Ah nee, ich sag's ihm nicht. Hier gibt nichts Besonderes, okay? Ja, das dachte ich mir doch, dass das irgendwie... Okay, was haben wir hier? Das ist Brot. Ist noch eine Tür? Was ist denn da eine Tür? Da ist eine Tür. Ja. Sie haben eine Tür gefunden. Ja, das ist sehr nett. Dankeschön. Das ist ein Bad. Ich habe doch Schritte gehört. Oder war ich das? Das war ich. Das Sounddesign ist ein bisschen... Residenzschlüssel, ja, den nehmen wir doch mal mit. Das Sounddesign ist ja extra so, damit du verwirrt bist. Ja. Ist ja absolut. Und es funktioniert ja auch. Also hatte ich doch recht gehabt. Okay, der Raum ist grün, da müssen wir nicht mehr rein, das ist sehr gut. Vergiftet? Oh! So, jetzt das blaue Kraut. Ja, vielleicht.
Toll. Ich glaube, ich hätte nicht in diesen Bienenstock reingucken sollen. Ich habe eine Idee. Wahrscheinlich muss ich ihr... auf die Kiste rauf. Nein, ne? Ja, also halt die erstmal da hinschieben. Und dann können wir nämlich da rüber. Sehr schlau. Habe ich sehr gut gemacht, oder? So, wo? Ja, da war doch verschlossen. Das war die Tür, oder? Ja. Wir haben den Schlüssel für Residenz verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Ja, bitte. Ich behalte den ganzen Krempel hier nicht mehr. Mir reicht's. Aber wieso denn bloß? Was ist da? Das ist noch eine Tür. Ich glaube, der Zombie ist runtergefallen, der andere. Stöpst du ziehen? Ja. Da ist etwas in der Badewanne. Greif da nicht rein, bitte. Kontrollraumschlüssel mitnehmen, ja. Also, und jetzt gehen wir zu dem anderen Zombie, glaube ich, der da runtergefallen ist. Kennen das doch. Der ist so gewankt, ich hab gedacht, der stirbt grad. Ja, also du hast einmal geschrien. Echt, hab ich nochmal geschrien? Ja, du hast gesagt, ah! Ja. Das ist ein du hast nicht aha gesagt oder aha, sondern aha. Okay, na gut. Na gut. Ich lass mich überreden. So. Gut, dann tun wir jetzt hier die Farbbänder wieder rein. Dann gehen wir nicht zu der Spinne rein. Weil ich Spinnen nicht mag. Und die Steuerung auch nicht. So. Kann dieser Tentakelarm mich da mal gern haben? So. Jetzt weißt du was. Jetzt weiß ich was? Jetzt weißt du ja, wie es geht. Genau. Ja, das sind die Zeitungen. Das ist die Tür, die zu ist. Die Tür ist verschlossen. Im Türschild steht Galerie, okay. So, aber die Map nehmen wir mit, aber wir gucken nicht rein zu diesem blöden Bienenstock.
Ich würde den ja gerne ausräuchern, diesen Pinguin. Ja, das können wir überspringen, denke ich. Warum möchtest du die Konversation überspringen? Weil wir die schon hatten. Und zwar, es ist noch nicht allzu lange her. Ja, das hat man auch. So. Ah, das hier hatten wir. Bericht zu Pflanze 42. Pflanze 42, okay. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Ah, das waren diese komischen Tentakel wahrscheinlich. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend verändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Das ist ein sehr wissenschaftlicher Bericht. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Zwiebel. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihren Schlingen. Anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Okay. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen muss. Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. Naja, sie will überleben. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Okay. Bist du Wissenschaftler? Woher weißt du, dass sie sich verteidigen möchte und leben möchte? Weil die intelligent ist. Ja, aber dann stell doch nicht solche Behauptungen auf, wenn du kein Wissenschaftler bist. Vielleicht möchte sie ja gar nicht leben. Vielleicht ist es ja... Ich bin Wissenschaftler. ...um zu produzieren und zu sterben. Ich bin Wissenschaftler. Alte Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einige der Zeitungen Blut gespuckt. Lecker. Lecker. Zeitrufe, ein Gedanke. Mhm. Okay, also es bedeutet, wir holen jetzt hier den Schlüssel. Wahrscheinlich eine defekte Dichtung. Hallo Zombie. Kurz hat man seine Hände gesehen. Ja, wie er so in die Kamera reinschaut. So ein kurzer Gastauftritt. Ich hätte ihn ja lieber in dem anderen Raum. Das ist irgendwie doof. Können wir den in diesen Raum reinlocken? Vielleicht.
Hallo Tombi, ich bin hier drin. Hallo. Hallo. Komm, put, 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 put. Sei ein braver Zombi. Wieso macht er das nicht? Das hat doch beim ersten Mal. Wieso ist der beim ersten Mal hier reingekommen und eben gerade nicht? Hier gibt es nichts Interessantes. Wasser leckt aus dem Behälter. Zombie, komm rein. Schon ein bisschen doof, der Zombie, oder? Nee, was erwartest du von einem Zombie? Ein bisschen mehr intelligent. Ein bisschen mehr Hirn. Na gut, wir haben halt auch kein Kerosin gerade da, ne? Hier, guck mal. Zombie. Ich eher folgen. So, hier, guck mal. Da gehe ich jetzt hier rein. Kommst mir hinterher. Oh mein Gott, ich achte gar nicht auf die Tür in meinem Rücken. Oh, ein Waschbecken. Ich achte nicht, ob der Zombie reinkommt. Ich bezweifle ja, dass der reinkommt. Ja, ich auch. Aber wieso ist der beim ersten Mal reingekommen? Bin ich jetzt zu lang gewesen? Nee. Bin ja eigentlich auch das letzte, also eben gerade länger da geblieben. Na gut, dann lassen wir den Zombie erstmal da, weil ich habe sowieso kein Kerosin, das ist mir zu heikel. So. Können wir hier eigentlich die Tür aufmachen? Nee, ne? Nee. So. So. Klettern wir hier rüber. Ich befürchte ja, dass wir noch nicht mal ansatzweise in der Hälfte des Spiels sind oder so. Wahrscheinlich. Weil du bist ja quasi noch langsamer als bei VCC. Ja. Ich habe den Schlüssel für die Residenz verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr ablegen. Ja. Nee, noch baumelt er da einfach. Stimmt. Ich guck mal, ob ich den... Das Spiel möchte, dass du erst in den Nebenraum gehst, um dich dann zu erschrecken, weil der Zug runterfällt. Das ist aber nicht nett. Na gut, Spiel. Machen wir es auf deine Tour. Pistolenmagazin mitnehmen, ja. Immer. Selbstverteidigungswaffen mitnehmen, ja, immer. Selbstmordbrief, okay. Ach, das ist der da hängt. Juni 1998, 9.30 Uhr. Ja, ich schreibe auch immer wieder die Uhrzeit, wenn ich so einen Selbstmordbrief mache. 9.30 Uhr. Wie viele Selbstmordbriefe hast du denn schon geschrieben? Mehrfach. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit an diesem Projekt immer vorwerfen, aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Alles steht fest? Hä? Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unverändert lassen muss, bedauere ich sehr. Vorlesen.
Versuch das nochmal von vorne. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich vieles unvollendet lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Nein, bin ich total dagegen. Acht, schon passiert. Auf der Rückseite steht eine Nachricht. Linda, verzeih mir. Ein alter Bücherschrank. Die Bücher handeln fast alle von Literatur und Philosophie. Das ist ein gutes Thema. Aha, also ist es doch dein Brief gewesen. Mein Brief? Achso, ja. Ah, da liegt noch was. Noch ein Pistolenmagazin. Das ist sehr gut. So, das hier ist nämlich jetzt grün alles. Das bedeutet, wir müssen diesen Zombie gar nicht irgendwie... Der hat den Weg gegangen. So. Dann... Wohlpolierter Spiegel. Voller Schmutz, Stöps ziehen, ja. Dauert. Da ist etwas in der Wanne. Nehmen wir. Residenzschlüssel. Raus, Zombie sein lassen. Den Zombie sein lassen. Ich glaube, ganz jetzt müsste das alles beides grün sein und wir haben die Zombies, glaube ich, perfekt umgangen. Was perfekt ist für 32 Minuten Spielzeit. Meinst, wir sollten wieder Pause machen? Ich wüsste ja zu gerne, was diese blauen Kräuter sind. Ableger der Pflanze? Nee, ich glaube nicht. Ein Pflanzenschutzspray. Scheint leer zu sein. Schade. Ich würde auch sagen, soll ich speichern? Nee, eigentlich, es lohnt sich noch nicht so richtig, ne? Nee, noch nicht wirklich. Ach. Ja, das lohnt sich nicht wirklich. So, was mache ich aber mit dem Schlüssel hier? Kontrollraumschlüssel. Wo war denn Kontrollraum? Ich bin mir nicht sicher. Also da bleibt halt jetzt eigentlich nur noch... Ich meine... Ich will das jetzt erst nochmal gucken, bevor wir jetzt Pause machen. Na, hahaha. Nein. Nein, Pflanze. Fast wäre ich drauf reingefallen. So. Gucken nämlich mal, ob der Schlüssel da passt oder ob ich da tatsächlich zur Spinne muss. Ich will nicht zur Spinne. Aber du wirst zur Spinne müssen, bestimmt. Nee, nie. Ich glaube, das ist ein optionaler Gegner. Mhm. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht Galerie. Ja, und ich habe hier diesen Schlüssel. Kontrollraum. Wo ist ein Kontrollraum? Vielleicht ist der auch draußen irgendwo. Vielleicht. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir dann eine kleine Pause. Hier und beenden die Folge für jetzt und gehen erstmal hier in diesen Raum. Und an dieser Stelle geht es dann in der nächsten Folge weiter. Yay! Und ich werde nicht zu der Spinne reingehen. Doch. Nein, ich werde nicht zu der Spinne reingehen. Doch. Das ist ein perfekter Cliffhanger, oder? Ja. So, dann würde ich sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns mit Angst vor der Spinne und noch immer wissen wir nicht, wie wir uns verabschieden, deswegen gehabt euch wohl, lebt wohl, passt auf euch auf, geht nicht zu nah an Spinnen ran und auch keine Pflanzen 42. Ja. Ganz wichtig. Backe Kuchen.
Was? Backe, backe, Kuchen? Ja. Das ist keine Verabschiedung. Nicht? Und jetzt muss ich an Roger Rabbit denken. Da gibt's so Roger Rabbit und Jessica. Die heißt doch Jessica, ne? Jessica Rabbit. Ich glaube ja Jessica. Die machen doch immer ihr Backe, Backe, Kuchenspiel. Na gut. Ja. Okay. Dann verabschieden wir uns richtig. Ja, dann verabschieden wir uns richtig und wir sehen uns in der nächsten Folge ohne Spinnen. Es wird keine Spinnen geben. Ich bestehe drauf. Es wird keine Spinnen geben. Es wird eine Spinne geben. Nein, es wird keine Spinnen geben. Also, ich beende jetzt. Tschüss. Tschüss.